Das Erste.de präsentiert Ihnen folgenden Podcast als kostenloses Download-Angebot. Seit neuestem haben Sie sich aufs Lügen spezialisiert. Kabarettlegende Dieter Hildebrandt und Fernsehpromi Roger Willemsen. Beim Arbeitsspaziergang durch München besprechen Sie den Auftakt Ihrer gemeinsamen Tournee. Die wichtigsten und die dreistesten, die ungewöhnlichsten und die häufigsten Lügen haben die beiden gesammelt und stellen sie dem Publikum als angeregten Schlagabtausch vor. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Die Weltgeschichte der Lüge ist der Name Ihrer szenischen Lesung. Wir lügen, verdrehen Worte, lenken ab und über, verbergen uns hinter Mehrdeutigkeiten, ironisieren, unterschlagen, übertreiben. Hat Ihnen noch nie eine Verkäuferin ein mintfarbenes Poloshirt vor den Wanst gehalten und mit einem treuherzigen Augenaufschlag versichert, Sie seien der Frühlingstyp? Das sollte sie immer wagen. Wir lügen also, sobald wir den Mund aufmachen. Aber wäre eine Gesellschaft ohne Lüge überhaupt möglich? Sie würde nicht funktionieren, weil man weder das Gefühl hat, man müsste dauernd in das hässliche Gesicht der Wahrheit gucken. Ich hatte mal eine Freundin, die hat, wenn man gesagt hat, wie geht's dir? Hat gesagt, das interessiert dich doch gar nicht. Mit der war kein Dialog zu führen. Gesellschaftlich ist Kommunikation nur möglich, wenn man sich bestimmter Usancen befleißigt. Und die sind meistens mit Schmeicheleien, mit Lügen verbunden, mit Kosmetik, mit Make-up, mit kosmetischer Chirurgie sogar. Ein Autor, der zum Beispiel mir ein Buch vorlegt, also das ich lesen soll, und der führt mir Figuren vor, die ununterbrochen die Wahrheit sagen, lege ich nach Seite 10 schon weg. Es ist nicht interessant, denn die Darstellung, wie jemand lügt, interessiert mich einfach. Striche, denn die Abendvorstellung zuvor war zu lang. Da haben die beiden zu viele Lügen aufgetischt. Das war wieder so eine Kleinigkeit, die ich rausnehme, weil es so ein Abweg. Streichen fällt schwer, denn Material gibt es in Hülle und Fülle, besonders in der Politik. Dann komme ich mit. Was machen wir denn dann mit Wahlkampfaussagen? Ha, ganz unverhohlen, sagte Franz Müntefering damals. Können Sie sich erinnern, dass wir oft an Wahlkampfaussagen gemessen werden, ist nicht gerecht. Köstlich. Gerechtigkeit für Münte. Er hat das Recht, für unglaubwürdig gehalten zu werden, wenn nicht für einen Lügner. Und wer das nicht tut, tut ihm Unrecht. Das ist die Kernkompetenz des Politikers, zu lügen. Also wenn er mit einer indezenten Frage konfrontiert wird, muss er lügen. Wenn er sagt, was war wirklich in der Koalitionskonferenz, dann muss er lügen. Es gibt so vieles, was der Politiker schlicht nicht sagen darf, nicht sagen kann, nicht weiß und was er immer kaschieren muss, dass er, glaube ich, wirklich auf diesem Feld sein eigentliches Wissen hat. Selbstverständlich. Und deswegen treffen Sie sich auch immer auf abgelegenen Schlössern. Weil das ist ein abgeschlossener Raum. Genau. Und da kommt das Kabinett zusammen und dann lügen Sie. Dass die Balken sich biegen. Im Anfang war das Wort, im Anfang war die Lüge. Auch die Kirche wird von Willemsen und Hildebrandt als notorisches Lügengebäude entlarvt. Kirchenfürsten haben aus Machtgier gelogen und mit ihren Lügen sogar Kriege angezettelt. Und wenn die Lüge von Tausenden geglaubt wird und Geschichte bestimmt, ist das unverzeihlich, urteilt Roger Willemsen. Große Teile der Weltgeschichte sind ohne Lüge nicht denkbar. Also Kriege werden geführt, indem man sagt, wir marschieren nicht in Polen ein und man tut es. Kriege werden geführt, indem man sagt, wir bauen keine Mauer und sie wird gebaut. Kriege unterstellen Massenvernichtungswaffen, die nicht existieren. Und dann gibt es eine riesige ideologische und moralische Mobilmachung, die Menschen dazu bringt, sich hinter diese Fahne zu stellen. Die Opposition im Repräsentantenhaus weist später nach, dass Bush, Powell, Rumsfeld, Rice bei 125 öffentlichen Auftritten 237 irreführende Aussagen über die irakischen Massenvernichtungswaffen gemacht hat. Ein Festival der Lüge. Ganz im Ernst, so unterhaltsam und leichtfüßig wie Willemsen und Hildebrandt hat uns noch nie jemand vor den Lügenfallen gewarnt, in die wir als Volk und als Einzelne immer wieder gelockt werden sollen. Und das ist die reine Wahrheit. Ein Podcast von das Erste.de.